Es sind 12 Passagiere an Bord der Rakete, aber in der Kolonie ist noch Platz für 10. Na, dann start halt mit 10. So, jetzt haben wir irgendwie 10 Leute geholt. Teufel komm raus, ne? Einfach geholt. Und wir haben auch bald die zweite Kuppel am Start und dann hoffe ich mal, ich weiß gar nicht, wird die dann auch mit da hinten verbinden können? Ich glaube nicht. Oder? Wie war das noch mit dem Tunnel? Habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf. Es steht. Verbindet nahe Kuppeln. Achso, nee, das haben wir ja schon. Ja. Und wie war das noch mit dem... Hier, Tunnel. Mit dem Tunnel können Energie- und Lebenserhaltungssensoren verbunden werden. Okay. Ja gut, das ist... wir bräuchten eigentlich einen Durchgang. Verbindet nahe Kuppeln sowie deren Strom- und Lebenserhaltungsnetze. Durchgänge müssen auf einem leeren Feld innerhalb einer Kuppel beginnen und enden. Die Kolonisten können in Kuppeln arbeiten und deren Services nutzen, die über Durchgänge direkt in der Kuppel verbunden sind. Okay. Kuppelspitzen habe ich nicht. So, wie sieht es mit der Forschung aus? Gucken wir auch nochmal nach. Ah ja, es geht da deutlich schneller. Fabrikverstärkung. Hawking-Institut und sowas haben wir noch nicht. CO2-Düsenantrieb beherbergt und betankt Shuttles, die Langstreckentransporte von Ressourcen und Kolonisten durchführen. Das haben wir erforscht, okay. Die Grauen haben wir erforscht, ne? Genau. Was ist das wie mit? So. Was? Wie kein Treibstoff für Shuttles. Wie Treibstoff für Shuttles? Was? Mehr Treibstoff fabriken oder wie? Vielleicht. Zwei Drohnen-Hubs und so weiter. Super. Ja, dann die freundliche Rakete mal hier landen. Bisschen aus wie so ein Killerwal, ne? Unten schwarz und oben weiß. Oh. Okay, zack. So, die landet da. Da haben wir Maschinenteile, dann wird hier weiter gebaut. Und gewartet und so weiter. Solarzeit, Stunde 21 von Sol 48. Ein Tag auf dem Mars entspricht in etwa 25 Stunden auf der Erde. Okay. Ich muss vielleicht. Oh. Oh. Ich muss mal Strom erzeugen. Oho. Das ist ja schlecht. Ich brauche Strom, also ja. Auf dann bauen wir noch. Was kann man denn bauen? Diese Stirling-Teile produziert eine ganze Menge. Aber hier noch zwei hin. Das ist okay. Kann man ja die Netze sowieso verbinden können. Dann wird uns das auf jeden Fall... Oh, guck mal hier. Wir haben zu wenig Strom tatsächlich. Da macht man hier ein bisschen Vollpower hier.
Kann ich eigentlich eine Drohnenfabrik bauen? Ich glaube nicht. Resources are low. Metalle. Nervig. Sector scanned. Anomaly found. Ah, schön. So, jetzt machen wir Folgendes. Da wohnen echt viele. Egal, wo ich hingucke, ne? Die sind alle so voll. 14, 14, ja. Ist alles so voll. Ist egal, wo ich das abreiße. Okay, Leute, ihr müsst leider ausziehen. Ihr müsst leider ausziehen. Bums. Vernichten. Und... sind jetzt natürlich total begeistert, weil die keinen Wohnraum mehr haben. Den habe ich einfach weggesprengt. Aber ich denke mal, wenn ich da jetzt neue Apartments hinsetze, dann wird sich die Lage auf jeden Fall entspannen. Na, da kommt doch schon so ein kleiner Roboter-Pupsi angefahren. Eine kleine Drohne, der dann... Ah nee, doch, der fährt rein... So. Und reißt das Ding ab. Oder? Ich jedenfalls. Ich hoffe, das passiert jetzt gleich. Aha. So, zack. Direkt ein neues Ding. Stromknappheit immer noch. Aha. Das ist aber nicht gut. Gespeichert 900. Stromerzeugung 253. Bedarf. Ja, ist eigentlich okay. Darf ich den Strom... knapp... Ah, ne, habe ich ja gar nicht mehr. Strombedarf 220. Erzeugung 282. Ich glaube, wenn... Ja, wir müssten wahrscheinlich doch noch so ein... Moment, warte mal, warte mal, ich habe eine Idee. Lass mal gucken, sind die alle auf Super-Duper-Kraft? Okay. Ja, dann brauchen wir vielleicht doch noch mal so ein paar Dinger für den, sozusagen. Für die, hätte ich beinahe gesagt, dunkle Jahreszeit. Also für die Nacht, ne? Für die Nacht, dann machen wir hier noch so... zwei Dinger hin, die produzieren pro Windrad. Wie viel produzieren die eigentlich? Gute Frage. 5, ne? Dann machen wir so hier noch so ein paar hin. So, und die dürften dann, das dürfte dann helfen, sonst irgendwelche Knappheiten? Nein. Maschinenteile sind auch genug da. So, oh, unser Tunnel. Ich werde verrückt. Den habe ich ganz verpasst. Der Tunnel ist fertig. So, jetzt können wir mal gucken. Also, jetzt können wir hier. Was steht da? Ausgang anzeigen. Bewege die Kamera zur anderen Seite des Tunnels. Jupp, aha, und jupp, hin und her schalten. Okay. So, pass auf. Jetzt können wir nämlich hier Haltungssystem verbinden. Das heißt, wir brauchen ein Röhrchen. Hier. Okay, das geht nicht so gut. Vielleicht von hier besser. Und dann hier rüber oder irgendwie, keine Ahnung. Hier hinten rum. Hier rum.